Irgendwann am Anfang schon mal diese MC200. Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongens Jakob von dem Frakt der Clan. Wir spielen War Thunder mit einem Start in Naran, Benedikt Fuzzi. Vorherrschaft Berlin. Ich nehme jetzt mal die MC202, die habe ich jetzt ja frisch in mein erstes Deck bekommen, einser Deck. Witzig aussehen tut sie ja eigentlich, ne? Also, was deine MC200, die Serie 3, ich finde, das, was du hast, finde ich, sieht halt aus wie ein Fass mit irgendwie Schwingenthal Flügelkram. Die finde ich echt schön. Die 202, die sieht aus wie eine Messerschmitt im Prinzip. Guck mal, was ich fliege. Was bist du denn? Also Olli, du bist 3 Kilometer von mir weg, du fliegst auf ein anderes Flughafen zu. Also, weil ich komme mal zu, ich rüber. Ja, unter mir ist eine Key. Und vor mir ist noch eine Key. Und da kommt noch eine Beaufort. Ich auf die Key. Ich hänge mich auf die Key und auf die ganz die unten landen, die Sau. Das muss ich verhindern. Die Beaufort hängt an euch dran. Ich schicke dir mal in der, ja, den Wutz hier. Ich weiß nicht, wer auf den Vogel schießt, aber das sieht aus, als ob irgendein Hagelsturm auf dem Loslassen wird. Ja, da schießt ziemlich viel drauf, da ist auch ein Spitfire dabei. Die Spitfires haben eine ziemlich überrissene Bewaffnung. Ich komm mal zu euch rüber, ihr hängt ja an so einer Heinkel. Ah ne, da bist du ja. Ich bin gerade auf dem Weg zu der SPD-3 da vorne, die Spitfire jagt und keiner unternimmt was dagegen. Doch, die P40 hängt doch in der dran, oder? Ja, jetzt. Wo sie so nah dran ist, dass sie quasi schon feuern kann. Bin. Okay. Monty, 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 Monty. Da habe ich, hab ich die rausgeschossen, okay. Jetzt rammt mich unser eigener Mann mal wieder. Das ist, warum ich die Rolle nach rechts weggemacht habe. Ich weiß auch, wie die alle drauf sind. Ich bin einfach nur nach links geflogen, halt schon nach dem nächsten Feind Ausschau, rammt er mich von unten. Ich flieg's Eisenschwein. Mit wenigstens anständige Bewaffnung, kann alles abschießen, muss ich direkt. Gut, der kleine hat Flieger, hat ja auch 2 Stück quasi. Zumindest vorbereitet. Tim. Ich muss nachladen, schau mal ab. Aber hübsch, also hübsch bemalt sind die italienischen Jäger, ja. Also zumindest die 202 sieht an sich wirklich gut aus. Komm mal zu dir hoch. Ja, flieg jetzt in mich rein, bitte. Ach, Alter. Ich aus wie so ein Kacknoob. Nein, abgeschützt. Okay, die Bowfighter hat hinter den, hat den Verfolger abgeschossen. Ich glaube, sind die Bowfighter hat es geschafft, den abzuschießen. Ach, Höhenruder beschädigt. Will ich ihn aber auch haben, komm. Weiche Landung plus 100 habe ich bekommen, lol. Was von dir ist auf dem Boden aufgeschlagen? Ich krieg als weiche Landung, wenn du das Cockpit auf dem Boden aufschlägst. Ja, ich habe nur so ein Cockpit. Flügel waren beide weg und alles. Ich sitze noch eben drin und kann nur mit MG schießen. Toll. Happy. Boah, hier ist eine Hawk. Monty, falls du mir helfen kannst. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Immer noch über dem Flughafen, über dem die ganze Zeit. Ah, okay, da, okay. Hier ist nämlich ziemlich viel los. Ich habe gerade meine Heinkel weggeschossen. Das war Vortex. So ein schönes Ziel. So Doppeldeck abschießen, einfach zu schön. Hier wimmelt eigentlich die Gegner. Ich komme jetzt rüber. Die gleichen auch wieder der Panzerfahrer da. Oh, die haben den Platz genommen. Ich komme hinter zu dir. Ich kann einfach nicht so kritisch treffen, dass er abstürzt, die Sau. Bin ich dran? Ja, was hast du denn? Meine Fresse, ist der zäh. Oh, ich sehe gerade, du Fuzzi da rumflattern. Da kommt der Plenheim. Ich häng mich direkt hinter die Plenheim. Noch nachladen. Ebenso. Zumindest meine Maschinenkanone. Gewehre gehen noch. Ich qualm auch so ein bisschen, irgendwas hat mich getroffen gehabt. Das hat der Heck MG oder was? Ja, der hat einen Heck MG. Fuck it! Boah. Das sind übrigens mittlerweile 2 Plenheim, einer vor euch, einer hinter euch. Ja, irgendwas beschießt mich die ganze Zeit von hinten.
Aber dafür hängen jetzt unheimlich viele Jäger von uns an den dran in den Blenheims. Die ja, ich kassiere aber auch die ganze Zeit. Ich kassiere dauernd. Ja, das ist die hinter dir. Ich schieße jetzt auf dir drauf. Aber ich nehme an, du kriegst die ganze Zeit auf Friendly Fired an der Blenheim hängen. Ey, der hat irgendwas ausgeschaltet. Also die eine Blenheim ist runter, die andere qualmt ordentlich. Könnt ihr mir die hinterm Arsch mal wegmachen, bitte? Ich versuche, ich muss jetzt nachladen, bitte. Neues Flugzeug, zwangsläufig. Jo, sie ist runter. Vorsicht, da kommt ein Doppeldecker und abstürzen euch entgegen. Boah, der Hurricane direkt unter mir. Ficker! Hab ihn. Boah, gerade eben hat's geleckt. Wow, da hinten sind aber ein bisschen viele. Ich gehe da weg. Ja, ich drehe gerade ab, aber ich kassiere gerade auch schon. Okay, mein Flügel ist ab, ich bin runter. Aber ich habe 5 Stück abgeschossen gerade. Sehr, sehr geile Mission gerade. Sehr, sehr geil haben wir das gemacht. Sehr, sehr geil. Du hast jetzt hier die KI-10 hinter dir. Und die... Komm Jungs, wir gönnen den. Wir liegen übelst weit vorne eigentlich. Zumindest was die Abschüsse angeht. Ich komme wieder zu euch. Bei euch sind 5 Feindjäger und nur noch 2 außer euch. Ohne Hurricane, die irgendwie auf große Distanz vor euch wegfliegt, warum auch immer. Ja, jetzt kommt sie. Da ist ein Hurricane, ich will die Hurricane töten. Da ist ein Hurricane hinter dir, weiß ich nicht, was ist, ich glaube. Ja. Da hab ich richtig geglaubt. Na, ich hab's nicht runterholen können. Aber jetzt hol ich hier. So und zack, ey, der wollte mich rammen, die kleine Muschi, ey. Scheiß Hurricane. Reiner. Ich hab selbst einen Hurricane hinter mir. Ja, Heinkel ist hartnäckig. Erst wollte mich rammen, jetzt pappt sie an mir dran. Scheiße. Ich hab ständig einen Hurricane hinter mir. Der ist so geil auf mich, die Mitte. Hat den anderen. Och, diesen nervige Bitch. Der kriegt mich noch. Ha, ich hab die andere Hurricane am Boden abgeschossen gerade noch. Und er hat mich gekriegt, aber ich habe dafür seinen Kollegen gekriegt. Andere habe ich auch abgeknallt. Komm, mit der Jun mach was Dämliches. Nein! Shit, aber ich hab'n geknackt, wie er landen wollte. Und ich habe so eine Art harten, ganz harten Landungsding durchgezogen. Ich komme jetzt mit meiner 112er in der dritten Variante, die taugt wenigstens auch was. Wobei der 202 kann ich mich nicht beschweren, der ging gerade geil ab. Wir müssen mal countern, mal cappen irgendwas. Jetzt hat er mich. So, letztes Flugzeug. Der ist so kacke lahm. Ich bin da neuen Motor drin, hab, dass er mal ein bisschen was wendig ist, mal neue Kühler drin und so weiter. Aber es macht schon viel aus, wenn man Heck gegangen hat. Die Stucker wollten mich gerade rammen, ey. Sowas. Ich hab die Bodenziele zerstört. Können wir den Platz wieder einnehmen. Wenn die Bodenziele da stehen, geht das nicht. Die schießen dich kaputt, wenn du landest. Das ist ganz krank. Überflieg den Platz jetzt einmal, weil gerade ein Bomber von denen da steht.
Boah, Mann, Lushin 2. Ich habe ja schon wieder Tier 2 hier reingematcht bekommen. So, jetzt habe ich noch einen Offensivflieger, die 110. Da kriegst du Plack, ey, gegen Zweier antreten zu müssen mit den Dingern. Sag mal, wie scheint dir was auffällt, dass hauptsächlich Gegner noch in der Luft sind? Ja, wir verkacken es gerade mal wieder übel. Ich habe nur einen Flieger. Ich bin aber mal wieder Erster, ich habe wieder reingehauen. Ich habe gerade mega viele Bomben auf sie geworfen, habe sie damit beschädigt. Jupp, das war's dann wohl. Haben ja nicht mal mehr jetzt in den Flugplätzen, wir haben ja vorher schon abgeschossen von der Mitte. Der Pilot ist gut ausgeschaltet. Weil mir zu viel am Arsch war. Schon wieder der kleine Weg. Hab die Mick. Was von euch Nuttensöhnen gibt's denn hier bitte? Ist das dein gottverdammter Ernst? Ugh. Wieder mal beste Staffel, gell?